So, hallo, wir machen weiter beim Super Mario Maker 2. Wir schauen uns gerade an, was Ende November alles so ein bisschen beliebt war. Und sind bis Nummer 11 gekommen und gehen jetzt weiter runter. Das Logical Thinking Buchhaus 17. Weltrekord 2,23, aber 90,95%. Wir gucken mal rein, aber wenn es zu einfach ist, dann gehe ich da wieder raus. Weil wenn das so lange dauert, aber einfach ist, sehe ich da jetzt nicht so den Reiz darin. Vielleicht heißt es aber auch einfach, dass man nicht sterben kann. Und es trotzdem schwer ist, auf die Ideen zu kommen. Bisher ist es halt einfach nur, ich habe immer nur eine Option, die ich tun kann. Das ist ja kein Logical Thinking, das ist ja, ich tue genau das, was ich, das Einzige, was ich machen kann. Ich kann nur den blauen Switch drücken. Jetzt kann ich nur das Ding hier starten. Das ist ja kein logisches Denken. Ich kann nur das Ding hier starten. Dann kann ich nur den hier dadurch drücken. Dann kann ich dadurch nur das hier starten. Dann kann ich dadurch da hoch und jetzt geht's da runter. Eine einzige Möglichkeit. Das ist nicht sonderlich spannend jetzt. Als haben wir es angefangen, jetzt spielen wir es auch zu Ende. Ich geh halt runter. Aber trotzdem, das hat mit logischem Denken hat das so gut wie gar nichts zu tun, ja? Also. Das einzige Tun, was da ist, ist jetzt wenig logisch gedacht. Wenn irgendwas halt mal falsch wäre, wenn man zwei Sachen machen könnte. Aber es ist ja nicht so. Ich hab ja wirklich nur immer einen Weg. Was ist denn daran logisches Denken? Und am Ende werde ich noch sterben. Ich sehe das schon kommen. Hier kann ich zwar zu... Ach, oben kann ich jetzt lang. Ja klar, jetzt fallen die runter. Ja, jetzt laufe ich da weiter. Und dann fallen die anderen runter. Und dann komme ich durch die Tür. Ja, wow. Immerhin ist die Musik gut, I guess. Bin wirklich gespannt, ob ich mich noch irgendwie verbauen kann. Ah, ich wollte schon sagen, hä? Really? Really? Danke. Das fasst das Level ziemlich gut zusammen. Ich mag dem jetzt keinen Like geben. Es ist schön gebaut und alles, ja, aber es ist eigentlich wie ein Autoscroller. Ich habe nur eine einzige Möglichkeit. Und es hat halt nicht mal jetzt, war jetzt nicht mal unterhaltsam. Also da verstehe ich die vielen Likes nicht. Kommen die Likes von Leuten, die sich jetzt schlau fühlen, weil sie das Level geschafft haben? Ich weiß es nicht. Frozen 2. Okay.
Let it go, let it go. Gucke ich mir aber, glaube ich, nicht an. Also, Frozen 1 war toll, aber ich... Ich weiß nicht, was eine Fortsetzung soll. Werde ich mir nicht anschauen. Höchstwahrscheinlich. Schaut ihr euch Frozen 2 an? Habt ihr... Oh, da geht's nicht lang. Habt ihr das vor? Wisst ihr das schon? Oder seid ihr da auch so und sagt eigentlich, war ein schöner Film, aber eine Fortsetzung ergibt relativ wenig Sinn. Die Geschichte ist durch. Danke! Ich habe den Sinn von dem Level noch nicht ganz verstanden. Wir gehen einen Berg hoch. Dann gehen wir durch eine Eishöhle. Schon klar, dass das das Castle von Elsa sein soll. Aber... Ne? Was? Es ist halt... Es ist halt Erleben, aber nicht... Kein Gameplay. Und plötzlich Blind Jump. Und ich kann hier... Da ist halt sogar ein verdammter Checkpoint. Und ich kann hier sterben. Cool. Dein Ernst. Wir brechen aus. Raus hier. Lass mich in Ruhe. Oh Gott. Sterbe ich auch noch? Wait, hä? Oh, das ist eine Röhre. Ja, und jetzt können wir auch noch wirklich sterben, als plötzlich Gegner auftauchen. Ja, nice. Ah ja. Also, rein Mario Maker technisch war das Level ziemlich doof. Warum hat das jetzt... Nur weil es Frozen Theme... Na gut, 85 Herzen hat... Okay, wie wird das eigentlich hier berechnet? Weil das hat 3093 Herzen, das hat 85 Herzen, das hat 342... Wie... Ist das um den... Geht es um den Zeitraum? Ich, okay, das ist ja... verstehe ich nicht. Egal. Wir keepen kein One. Auto machen wir auch nicht. Auto machen wir auch nicht. Auto machen wir auch nicht. Ach, die Desert Sun brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. 20 Sekunden Speedrun mit 8,18 klingt gut. Das ist, was ich spielen möchte. Let's go. Das ist natürlich wunderschön, wenn Springboards verwendet werden in einem Speedrun. Ah. Okay. Besser. Ups. Ups. Das funktioniert aber viel zu... Das ist fast schon wieder einfach nur... Oh, was? Den muss ich mitnehmen, ne? Ich wollte gerade sagen, das ist fast schon wieder eigentlich Auto. Ups. Weil ich nicht viel machen muss, aber... Dann musste ich doch was machen. Dann rechnet man nur gar nicht mehr damit, dass man plötzlich noch was machen muss. Weil aktuell halte ich einfach nur nach rechts und springe ab und zu mal. Das ist jetzt nicht so die riesige Leistung. Problem ist jetzt die Stelle hier. Wenn ich die... Ach so! Ich hab gespinnt vorhin, das war der Fehler. Wenn ich spinne, komme ich nicht hoch genug. Gecheckt. Okay. Ja. War nicht ganz so schön wie erwartet, aber nicht schlecht. Shell Tundra. 1,69%. Full Jump on Dry Bones and Shell Mats. Neutral on Beetles. Team Shell. 9 Sekunden. Okay, können wir ein bisschen probieren. Vielleicht schaffen wir es nicht. Ach so.
Ah. Oh, aber wo muss ich denn dann? Ach so, okay. Der Boot sieht da nach drüben. Oh, das ist kritisch. Das ist kritisch. Aber so lang kann das Level ja nicht sein, wenn es in 9 Sekunden geschafft wurde. Ja, ist jetzt egal. Wir gucken mal, wie es weitergeht. Ah, dann muss ich hier nochmal drauf und dann ins Ziel. Alles klar. Das kriegen wir hin. Das kriegen wir hin. In spätestens 10 Versuchen haben wir das Level. Ah, ich habe gedacht, die Münze, da wäre ein Indikator. No. Ich dachte, die Münze ist ein Indikator. Stellt sich raus. Die Münze war ein Bait. Oder ich habe was falsch gemacht. Keine Ahnung. Ja, aber hier funktioniert... Von da aus komme ich... Doch, ich komme von da aus bis da hoch. Okay. Und dann hier auch irgendwie so. Okay, das muss ich noch ein bisschen mehr verinnerlichen, wie das funktioniert. Die sind ein bisschen komisch, die Dinger. Vielleicht brauchen wir doch ein paar mehr Versuche als 10. Ja. Weil ich verstehe nicht. Vielleicht mal... Ah, ich verstehe es doch. Full Jump on Dry Bones. And, Dings und nur Halb Jump. Also normale, also Dings auf andere. So hat das ja geschrieben, ne? Auf die einen Full Jump und auf die anderen nur so einen leichten. Irgendwie so. Das heißt, da lasse ich dann einfach A los. Ja, so ist das gedacht. Und hier dann genauso. Zack. Ja, okay, alles klar. Aber trotzdem schwierig, das umzusetzen. Ist nicht ganz so umsetzfreundlich gebaut, in Anführungszeichen. Die Shelmets alleine sind Fulljumps und die Beetles, wie hier, die sind dann... Ach so, das heißt nur einmal... Okay, es wird immer klarer. Die Beschreibung wird immer klarer und das ist jetzt wieder ein Level. Wenn das in Super Expert kommt, dann checkt man die Hälfte nicht, weil man die Beschreibung... Weil man die Beschreibung nicht liest. Ne? Das ist dann blöd. Weil wie soll man denn von selber begreifen, dass man hier nur einen kleinen Sprung macht? Hier einen großen, hier einen kleinen. Da kommt man ja nicht drauf. Ah, fast. Aber jetzt haben wir es raus. Jetzt haben wir es raus. Jetzt rocken wir das Ding. So kriege ich jetzt wieder einen Anruf. Geh weg. Ich will das Ding hier rocken. Yes! So, wer ruft an? Ruf ich nachher zurück. Yo, das geht 3 Sekunden schneller. Alles klar. Ah, cooles Level. So. Okay, das ist auch ein schwieriger Speedrun. Genau mein Ding. Let's go. Also was heißt schwieriger? Hat halt 5%. Weiß ich, ob das schwierig ist oder Leute dumm sind. Wir werden gleich sehen, ob ich dumm bin. Gerade wenn halt... Ah, okay. Da erst ein bisschen das Ding hochfahren lassen. Gerade wenn Indikatoren da sind, sollte man halt wirklich einfach den Indikatoren vertrauen. Wieso, wie so ein, ja, Notendings, was man halt... Okay, da muss man aber wirklich ganz weit hochfahren. Jetzt, ich meine, die Münzen habe ich alle mitgenommen. Also die Indikatoren habe ich erwischt, sozusagen, aber es hat noch nicht gereicht. Ich denke, da kommen die meisten Tode dann auch her. Oder durch sowas.
Okay. Ah, schönes Level. Bisher. Bisher ein schönes Level. Mal gucken, wohin es sich doch so entwickelt. Okay, wirklich immer erst am Ende springen. Dann funktioniert es auch. Mit den Nachbarn. Okay. Ja, schönes Level. Schönes Level. Aber 5% ist schon krass. Also, da muss man schon oft sterben, dass da 5% rauskommen. Na gut. Oh, Think Fast. Ein Think Fast, was wir noch nicht gespielt haben. Ja, let's go. Die mag ich ja, diese Level. Die sind cool. Vor allem, wenn es immer wieder neue Ideen gibt. Das ist wie mit den Zeitendingern vorhin. So. Irgendwann fällt das Ding darunter. Ah! Okay, ich muss ein bisschen schneller denken. Huh. Bisschen viel schneller. Eieiei. Let's go. Ich finde cool, wie die Leben anzeigen, in welchem Raum man ist. Oje, oje. Bossfight. Bossfight. Na gut, da gibt es jetzt nicht fast zu denken, da gibt es einfach nur fast zu fighten. Das war fast. Move! Okay, ich wollte schon sagen, das kann nicht funktionieren. Alles klar. Und das ist mein Ziel. Schön. Schön, schön, schön. Solche Level sind auch immer cool. Solche Level sind auch immer cool. Da kann man nichts sagen. Solche Level sind immer cool. So. Hören wir es uns halt kurz an. Es ist ein schönes Lied. Ja. Ja. Da, 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 da. Da, 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 da. Ein paar falsche Noten hört man raus, aber es ist insgesamt schon schön gemacht. Achso, jetzt ist von selber. Oh, ich könnte sterben, wenn die mich zerquetschen. Kommt ein Kampf am Ende. Oh, die können mich doch nicht zerquetschen, okay. Mit dem Kampf habe ich nicht gerechnet. Und da ist ein Pilz. Ups, den habe ich auch nicht gesehen. Null. Das heißt, ich muss da oben rein, ja? Hä? Ach, ich muss den da oben reindrücken. Lull. Sicker Fight. Das war cool. Das war cool am Ende. Gut, dass wir es gespielt haben. Ich dachte, das ist nur das Lied. Stellt sich raus, ist ein cooler Kampf am Ende. Mit Musik. Da, 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 da. Das war cool.
Sehr schön. So, noch ein Speedrun. Ah, so langsam haben wir genug Speedrun gespielt, oder? Naja, machen wir mal noch eins. Machen wir mal noch eins. Aber so langsam haben wir genug Speedrun dann gespielt. Wait, das ist doch wie das... Hä? Hä, das haben wir doch schon... Das ist ein anderes. Aber es ist ähnlich. Hä, was mache ich denn falsch? Oh. Oh. Verstanden. Den Sprungindikator habe ich nicht wahrgenommen. Aber ja, da ist er. Ist ein bisschen anders. Ist aber sicherlich von dem gleichen. Der Stil ist sehr ähnlich. Bis auf ein paar Sachen hat er, ist das das gleiche. Bis auf ein paar... Bis auf die Stelle in der Mitte eigentlich. Okay. Okay. Ach, ich hab's vergessen zu liken. I'm sorry. Cannon Castle in 3D. No crates needed to win. Okay. Wait. Ist der Hit hier gedacht? Ich wüsste nicht, wie das ohne Hit geht, außer halt mit einer Kiste. Aber er hat ja gesagt, keine Kisten notwendig, also setze ich auch keine, weil ich die nicht mag. Ganz simple Geschichte. Wow, 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 wow. Freund. Langsam hier. Oh Gott, hinterher, 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 hinterher. Das war knapp. Ciao. Ciao. So, erst der runter. Oder macht ihr alles kaputt? Ich wollte gerade sagen, hä? Aber ich brauche den, um da hochzukommen. Ist cool designed. Ach so. Ist cool designed, kann man nichts sagen. Bin kein Fan vom Hammer, aber das ist echt schön designed, das Level. Ah, ich hab's nicht gesehen. Jetzt sehe ich's. Aber es ist halt nicht schwer. Das ist so ein bisschen... Es ist eigentlich auch wieder nur so... Man ist zwar interaktiv dabei, aber man kann eigentlich nicht sterben. Ich habe zumindest noch keine Möglichkeit gesehen, wie ich wirklich effektiv sterben könnte. Sobald ich den Hammer verliere, kriege ich einen neuen. Also man kann eigentlich nicht viel falsch machen. Außer man macht halt Quatsch. Oder man hätte jetzt hier nicht aufgepasst. Das wäre auch noch möglich gewesen. Also ist ganz schön lang, das Level. Ja, hab nichts gesagt. Das war jetzt aber cool. Ich hätte jetzt hier zum Beispiel noch nicht mit dem Ziel gerechnet. Einfach, weil es ja nicht sichtbar war. Das war cool.
So. Okay, ich gucke jetzt nur mal so auf ein paar interessante Namen. Das da zum Beispiel. Was? Okay. Road to Baby Battle. Betty. Road of Baby Betty Daycare. Ah ja. 1% hatte das Ding. Yo! Ich dachte schon die ganze Zeit, wann wird denn der sich auslösen? Das ist ein Indikator. Kann man auch als Indikator verwenden. Oh. Oh, das ist ein krasses Level. Das ist aber ein guter Abschluss dann für den Part, weil da werden wir jetzt eine Weile dran sitzen. Aber das will ich schaffen. 1% hatte das, ne? Uff. Belastend. Keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich hatte keine Ahnung, wo ich hin muss. Ich habe mich auf Indikatoren verlassen, war keiner da. Oder ich bin blind. Ach so, ach so. Ach so. Ach du, grüne, neune. Aber da gibt es jetzt einen Checkpoint. Sehr schön. Oh, der kommt rüber. Was? Was waren das für Pfeile? Sollte das trollen oder hat da irgendwas nicht funktioniert, wie ich mir das gedacht habe? Wie man so ein Level ohne Indikatoren spielen soll, ist mir auch ein Rätsel. Na, das ist, da weiß man überhaupt nicht, was man tun soll. Das ist ja so schon schwierig. Come on. Jo, schieß mal nicht, Kollege. Aber ich verstehe die Pfeile nicht. Ach, das hat nicht funktioniert vorhin. Ich hätte darunter gesollt. Okay. Irgendwas habe ich dann vorhin falsch gemacht. Ich weiß nicht mehr was. Ich glaube, ich bin nicht sofort weiter. Ich glaube, das war's. Ja, ja, ja. Ich habe hier auf den gewartet. Und das war der Fehler. Oh, erst auf den und dann auf den. Okay. Und dann auf den und dann auf den und dann fliegt er dahin. Eieieiei. Check. Yes. Sehr schön. Ich wollte schon sagen, ich vertraue den Pfeilen, aber irgendwie habe ich es dann doch nicht. Was ein Fehler war. Ich sollte den Pfeilen vertrauen. Ist wirklich, wirklich gut mit den Indikatoren. Ah, darüber. Okay. Darüber. Das Level ist großartig gebaut. Kann man überhaupt nicht meckern. Yo, und jetzt kommen die alle angeflogen, oder was? Hä? Oh, und dann gehen die da in die Reihe rüber. Oh mein Gott, ist das gut. Zack, 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 zack. Und jetzt machen die das da oben in der Reihe weiter. Zack, 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 zack. So in etwa. Nicht ganz so. Oh je. Nicht ganz so, wie ich mir das gedacht hatte. Oh, ich darf den Sprung nicht canceln. Ich habe den Sprung gecancelt. Das war ein Fehler. Ich muss immer auf B bleiben, damit ich wirklich die hohen Sprünge mache. Sonst funktioniert das hier nachher nicht.
Aber das ist noch ein bisschen... Da muss ich wirklich schnell rüber wahrscheinlich. Oder ich muss schon, wenn ich die unten auslöse, darauf achten, dass ich die richtig auslöse. Weil sie sonst nicht richtig fliegen. Das könnte auch sein. Aua. Uff. Also die 1% haben nicht zu viel versprochen. Yes! Let's... Oh Gott, es geht weiter. Oh nein! Und dann kommt da nochmal Bowser Junior. Ja, es funktioniert hervorragend. Man muss nur wissen, wie. Oh, da ist nochmal Bowser. Ich habe das nicht gesehen. Da ist nochmal ein Pfeil. Und dann auf den Bullet. Und dann durch die Röhre. Man muss es einmal verstehen, dann ist die Umsetzung eigentlich echt in Ordnung. Es ist so gut. Es ist so gut. Jetzt kommt er nochmal hier rüber. Und jetzt gehen wir hier hoch. Es ist so gut. Yo. Du nicht. Du nicht. Ah, ist das gut. Ich kann gar nicht in Worte fassen, wie gut das Level war. Ich möchte 2 oder 3 Herzen vergeben. Es ist ein so gutes Level gewesen. Wow. Ich bin begeistert. Okay, findet man noch irgendwas Kurzes? Irgendeine Musik noch. Oder ein Quiz. 5 Questions warten. Kannst du es tun? Of course. Was gehört nicht hierher? Quiz ist auch immer cool. Spielt man halt einmal, ne? Aber ist cool. Okay, hier gibt es einfach nur die Leben. Die interessieren mich nicht. Ja, wow. Das war halt schon krass schwer, so. Ja, das ist kein P. Das Power-Up ist halt kein Gegner. Bin gespannt, ob irgendwann meine Logik nicht mehr funktioniert. Ja, der eine läuft anders. Die sind alle rot, bis auf die Pflanze, bei der ist was Grünes dabei. Nice. Das war leider zu einfach. Aber was will man auch anderes hier machen? Idee cool, aber ein bisschen zu einfach. So. Was für ein Lied wird das sein? Wer weiß es nicht, aber es steht Musik dabei. Und es ist ein Stern. Keine Ahnung. Wir gucken mal, ob wir das Lied kennen. Das interessiert mich jetzt. Ob ich das Lied kenne. Ich kenn's nicht. Ich kenn's nicht. Keine Ahnung. Das war das Dümmste, was du in das Level bauen konntest. Jetzt hab ich's kaputt gemacht. Ich hab nicht nachgedacht. Warum baut man... Warum baut man denn einen Stern ein, den der Spieler sammeln kann, der nicht nachdenkt? Jetzt kann ich es auch beenden. Ich kenne das eh nicht. Sorry, ich bin blöd.
Ah, das war so einladend, da reinzuspringen. Ich habe nicht nachgedacht. Oh, ist das Pokémon? Nee, Quatsch. Hä, was ist das? Ach, das sind die Gegner von Mario. Jetzt erkenne ich das auch. Irgendein schönes Lied noch. Night Sky Trip. 20 Sekunden. Easy. Icicle Caverns. Speedrun. Aber Speedruns sind schon so, ne? Schon so das. Immer noch das Nonplusultra, was die Leute bauen. Noch irgendwas mit Musik? Aua. Aua. Wenn ich suchen, kann ich nur nach Dings und nicht, ne? Hier nicht, hier kann ich nicht nach Musik suchen. Das ist eigentlich echt schade. Warum nicht? Warum nicht? Warum kann ich hier nicht auch noch nach Musik suchen? Geht nur bei Detailsuche. Wieso ist das 13 Sekunden nur, Sans? Was haben die da gemacht? Kommt nur der Anfang? Sans. Was? Hä? Kann mir irgendjemand erklären, welchen Sinn dieses Level hat? Denn ich verstehe ihn nicht. Oh, Crossing Field. Sword Art Online lässt grüßen. Oh, hab das bitte gut gemacht. Let's go. Muss ich rennen oder? Ich habe das Gefühl, ich mache es teilweise kaputt. Also, man hat es rausgehört, aber. Ah, da ist schon viel falsch, ne? Also, ja, man hatte schon. Ich glaube, ich hätte mich nicht bewegen sollen. Ich weiß es nicht. Das war ein bisschen komisch. Aber man hat es rausgehört. Ich weiß nicht, ob der Fehler bei mir oder beim Lied liegt. Ich weiß es nicht. So. Noch ein Lied. Komm. Irgendwas Cooles noch. Dragon Ball Z Prelude to Conflict? Click the More Info Button below. Ach so, für das Pixel Art. Oh, sweet Mother Jesus. Okay, ich hab hier, ich mache hier Quatsch mit meinem Kabel. Hilfe! Lass das. Okay. Da hören wir noch rein. Wait, ach, das ist ein Speedrun. Ich dachte, das ist ein Lied. Ja, nee, da habe ich jetzt eigentlich keine Lust drauf. Ach, ich dachte, das ist ein Speedrun. Jetzt ist das ein Lied. Ach, soll man das jetzt? Na, spielen wir es halt noch. So schwer kann das nicht sein. Aber was hatte das dann außer dem Pixelart mit Dragon Ball zu tun?
Sollte ich hier irgendwas rauserkennen von Dragon Ball Z? Oh boy, oh boy. Ich erkenne teilweise gar nichts mehr. Hilfe. Woran bin ich gestorben? Oh Junge. Ich bin ein wenig verwirrt. Oh, das ist das Ende gerade. Okay. So, noch ein Lied, komm. Was ist das? Kein Lied. Doch, Musik steht da. Okay, Musik raten. Mal gucken, ob wir es erkennen. Oder ob wir es überhaupt kennen. Vielleicht kennt es ja ihr und ich nicht. Der Titel sagt schon mal nicht so viel aus. Es klang nach einem Lied, aber ich kenn's nicht. Ich habe keine Ahnung. Ich habe leider keine Ahnung. Ich habe leider keine Ahnung. Kennt ihr das Lied? Schreibt es in die Kommentare. Irgendwie, was wir kennen. Musik. BGM. Kennen wir dieses Lied? Oh, es ist von dem gleichen. Oh no. Oh no, es ist von dem gleichen. Dann werde ich es wieder nicht kennen. Hä? Was? Wo soll ich hin? Rennen? Ich kenn's halt nicht. Ich weiß nicht, was der so für Musik hört, aber ich kenne die nicht. Aber schön, dass man an der Anzeige Y rechts sterben kann. Das ist natürlich ganz großartig. Oi. Noch eine Musik? I am the Blick Wizards. Ja. Das ergibt voll Sinn. Blue and White Porcelain sagt mir halt auch nix. Na komm, machen wir noch den 10 Sekunden Speedrun und dann ist gut.
Only two big jumps with plenty of chaos. Das klingt ja nicht so cool. Okay, alle Epileptiker sollten bitte jetzt wegschauen. Jo, die Warnung war nicht mal verkehrt. Heilige Scheiße. Das ist doch der gleiche Typ, der den Dragon Ball Dings gebaut hat, oder? Das ist doch genauso katastrophal am Ende gewesen. Das ist doch, oder? War das Lucifer? Hat Lucifer auch das Dragon Ball Ding gebaut? Ja. Erkenne ich doch den Stil. Oh Gott. Gottes Willen. Da sind die Stressful-Dinger. Wie gesagt, ich glaube, da machen wir mal ein extra Video zu. Ah, Pokémon-Main-Theme. Das ist das letzte hier auf der Seite. Dann hören wir halt das Pokémon-Main-Theme noch an. Let's go. A-Dash. Da oben steht es auch Y rechts. Man hört halt leider vor lauter dämlichen Zusatzsounds das Lied nicht. Großartig. Oh. Ey. Ne? Von den Noten her hat das ja getroffen. Aber leider hört man das Lied halt nicht aufgrund der Zusatzsounds. Warum? Was ein Quatsch. Hat das jemand in die Kommentare auch geschrieben? 22 Kommentare? Das ist ein guter Level. Ja, danke. Trudy Zelda, danke. Die Zelda schreibt es gleich zweimal. Couldn't hear the sounds, music was too loud. Okay, jetzt sind wir aber hier dann tatsächlich durch. Man könnte jetzt natürlich noch auf Seite 2 switchen. Aber bis 100 runter reicht auf jeden Fall für den Monat. Danke fürs Zuschauen. Das war beliebt, was im November war. Ihr könnt ja mal schreiben, ob ihr die Stressful Level sehen wollt. Dann würde ich mir die mal versuchen anzugucken. Und ja, belasse es jetzt erstmal bei dieser Aufnahmesession. Das waren, glaube ich, nur zwei Parts, aber ich habe, glaube ich, auch noch ein paar Folgen übrig. Ich weiß es nicht. Irgendwann kann es passieren, dass mal nichts kommt, weil ich gerade aktuell echt im Stress bin. Meine Herren. So, aber jetzt habe ich mich kurz mal wieder zum Aufnehmen aufgerafft. Danke fürs Zuschauen. Und tschüss.